Hi, was geht ab, Leute? Hong hier. Ihr seht gleich das Video. Dasselbe Video, was ich heute Morgen, heute Mittag schon hochgeladen habe. Musst du nur ganz kurz was rausnehmen, ein bisschen zensieren. Ansonsten seht ihr dann wieder dasselbe Video. Für alle, die es schon gesehen haben, sorry für den Reupload. Und für alle, die es noch nicht gesehen haben, viel Spaß. War eine coole Tour. Tap and Go in München, über 100 Raids. Rekordversuch gegen Reversal. Viel Spaß. Hi, was geht ab, Leute? Hong hier. Viertel vor fünf. Ich glaube, die U-Bahn, die ich gerade nehme, ist die erste, die überhaupt fährt. So, fahre ich jetzt raiden. Ihr habt es richtig gehört. Endverrückt. Und zwar, ich habe es die letzten paar Tage schon angesprochen. Ist heute diese verrückte Tour, die wir geplant haben. Neuer Trend, der momentan überall herrscht. Und zwar so viele Raids wie möglich an einem Tag. Und das ist echt verrückt. Da werden manche, nicht nur manche, sogar viele der Rayquazas gar nicht mal gefangen, sondern einfach direkt weitergefahren, weitergekämpft. Weiter geradet und nur 98er, 100er, dafür wird stehen geblieben und gefangen. Das machen wir heute. Wie gesagt, das ist ein neuer Trend momentan, herrscht überall in den Städten. Und da haben uns ein paar andere Städte herausgefordert, unter anderem Bonn, so ich das mitbekommen habe. War irgendwie jetzt alles hier bei uns zumindest von Philipp ausgelöst. Da wurde er irgendwie, ich wurde herausgefordert, aber irgendwie ging es an ihn und dann hat Philipp das mal gestartet bei uns. Deswegen fahren wir jetzt raiden. 5 Uhr ist Treffpunkt. 6 Uhr schlüpfen die ersten Eier. Bis dahin müssen wir alles vorbereiten und uns richtig positionieren und sowas. Und dann raiden wir von ersten Ei bis zum letzten Ei. So viele wie es geht, so schnell wie es geht. Und hoffentlich brechen wir da den deutschen Rekord. Ich weiß nicht ganz genau, was der deutsche Rekord ist, weil so viele Städte das in letzter Zeit gemacht haben und da immer eine neue Zahl auftaucht. Wir werden es sehen. Ich treffe mich jetzt mit den anderen, dann checken wir die ganzen Statistiken ab, machen Screenshots und so vom Anfang und dann geht's los. Ich möchte noch darauf hinweisen, ich bin richtig K.O., richtig tot. Ich habe kein bisschen geschlafen, davor gab es noch ein bisschen Stress sogar. Und zum Glück ist Doppel-EP, ansonsten wäre das echt richtig dumm und verrückt, diese Tour. Aber jetzt mit Doppel-EP kann man sich schon mal geben. Aber ich bin nicht begeistert, echt nicht begeistert. Da kommt meine U-Bahn. Auf geht's. Zweiter Niederschlag bereits. Tarkan hat nur einen Account dabei am Start. Seine Frau hat ihren Account nicht mitgegeben. Das heißt, wir sind jetzt schon mal zwei Accounts weniger als geplant. Da. Und ich habe nicht so viele Beleber, wie ihr wisst. Aber schauen wir mal. Lass mich auf dich, dass du so einstellst, dass ich schauen wir uns mal die ganzen Statistiken an. Für den Verlauf später. Legendäre. So, macht's mal alle eure Screenshots. 4:18. Gestern schon. Okay. Wir brauchen das als Beweis. Vielleicht bist du hinterher der Einzige, der alle Raids Millionen gemacht hat. Also EP, 73 machen. Millionen. Beutel. Bist du der? Ich bin der Folge. 150 Raid-Pässe? Ja. Ich glaube, ich kaufe mir noch eine Box. Ja, was ich aber ich kann es nicht reinfinden. Und 105 Sonderbonbons. Bin gespannt, wie viele wir danach haben. Hm? Und dann noch die Rayquaza-Statistik. Vor allem hier hat er gute Quote. So. Ja, du tust es raus und tust es dann wieder rein. 44 von 64. 73. So, das Material, das ihr gerade gesehen habt, war vom Sonntag. Es ist Dienstagabend und ich bin immer noch fix und fertig. Ich konnte nichts drehen, weil es einfach zu verrückt war. Aber darüber reden wir gleich. Den ganzen Ablauf, wie es dazu kam, meine Meinung und die Ausbeute, der Beutel danach.
Auf jeden Fall, es war so verrückt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe es echt unterschätzt, hätte niemals gedacht, dass es so verrückt wird. Ich wusste, das ist eine verrückte Aktion, aber nie im Leben hätte ich gedacht, dass es so verrückt wird. Und ich konnte da echt gar nichts filmen. Handy musste ständig neu gestartet werden, damit man richtig an der Arena steht und dann direkt rein in den Raid gehen kann. Aber so, wo fange ich an? Wie erzähle ich euch das am besten erstmal? Am besten, wie es alles angefangen hat. Und zwar haben wahrscheinlich die meisten das Video gesehen von Trainertipps, wo er Brandon Tan besucht hat. Brandon Tan, der krasseste Spieler auf der Welt. Hat jetzt 400 Millionen EP oder so. Und über 6000 Raids. Und das, was er macht, nennt sich Tap and Go. Oder Wafu auf Japanisch. Und wie der Name schon sagt, Tap and Go. Du gehst in den Raid rein. Und sobald du dich entfernen kannst, fährst du weg. Und unterwegs wird gekämpft. Und die meiste Zeit wird nicht mal gefangen. Genau, und das Video haben wir halt gesehen. Da hat Brandon Tan mit Trainertipps 50 Raids am Tag geschafft. Ich glaube sogar nur 49. Und wir machen, ich sag mal im Durchschnitt 25, glaube ich, pro Raid Tour. Da fangen wir irgendwann um 9 an. Hören um 19 Uhr circa auf, manchmal 18 Uhr. Lange fette Mittagspause dazwischen, also echt gechillt. Und da machen wir im Durchschnitt 25. Also dachte ich, die 50 wird schon echt schwer zu schlagen. Und haben wir uns gedacht, versuchen wir das mal irgendwann, Brandon Tan zu schlagen. Aber hat sich nie irgendwas ergeben, hat nie irgendjemand irgendwas geplant. Dann auf einmal kam Philipp, Map Philipp, und meinte irgendwas von Bonn, dass die 66, 74 oder 77, das sind so viele Zahlen, ich habe mir nicht alle gemerkt, aber irgendwie sowas, Raids an einem Tag geschafft haben. Und wir dachten uns halt, oi, da krass, weil wir wollten Brandon Tan schlagen mit 50 und dachten schon, das wird eine harte Nummer. Und dann meinte Philipp auch noch irgendwie, dass Bonn uns herausgefordert hat, München, beziehungsweise ihn, beziehungsweise irgendwie ist mein Name auch gefallen. Aber ganz genau weiß ich das nicht, weil Philipp hatte nur mit dem Kontakt und der hat es halt so weitergeleitet. Ja, dann kam das irgendwie zustande, wir hatten das eh vor mit den 50 Raids und jetzt die Herausforderung von Bonn, 74 Raids waren das. Und da dachten wir, machen wir das mal, wieso nicht, auch wenn das schon eine echt verrückte dumme Idee war. Der erste Raid beginnt um 6 Uhr und der letzte ist irgendwann um 19.30 Uhr, das sind 13,5 Stunden. Und ich muss sagen, hätten wir ein normales Auto gehabt, einfach nur 5 Sitze und 3 Leute hinten, das wäre echt leidend gewesen. Aber mit dem 8 Sitzer, so viel Beinfreiheit, die 13,5 Stunden sind zumindest an mir einfach so vorbeigegangen. Natürlich für den Fahrer richtig tot. Und ansonsten, die Fahrt war echt tot, ich habe es echt vollkommen unterschätzt. Ihr wollt gar nicht wissen, wie nicht ernst ich das genommen habe. Voll auf die lockere Schulter. Also mit diesen Regeln, nicht fangen und so. Ich dachte mir, ey, mir egal, ich fange die trotzdem. Ich habe genug Zeit. Aber ich habe es mir echt nicht so vorgestellt. Wir sind reingegangen und es gibt diese Regel. Wenn du eben im Countdown bist, darfst du dich 80 Meter entfernen. Wenn du dich weiter entfernst und dann die Zeit abläuft und das Go kommt, dann fliegst du raus. Und wenn du im Raid bist, beim Kampf, dann darfst du dich so weit entfernen wie du willst. Problem ist, wenn du stirbst, darfst du nicht nochmal rein. Dann kommt ein Fehler und du fliegst raus. Das heißt, wir mussten den Raid-Boss immer mit einem Team besiegen, falls wir losfahren. Deswegen wäre ein, zwei Accounts noch besser gewesen, wären die dabei gewesen. Aber leider nicht der Fall gewesen. Kann man nichts machen. Wir waren 6 Leute, 7 Accounts. Ein Account mehr und Rayquaza mit Wutanfall wäre echt kein Problem gewesen. So mussten wir immer ein bisschen vorsichtiger sein. Zwecks Rayquaza und Wutanfall. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe das vollkommen unterschätzt. Ich habe das gar nicht ernst genommen. Und wir sind gefahren. Wir sind in den Raid gegangen. Wir haben den nicht mal besiegt. Auf einmal standen wir schon beim nächsten Raid. Das war so krank. Ey. Das war echt krank und leidend. Und manchmal war ich halt nicht an der Arena. Und ich hatte so wenig Zeit reinzukommen. Und es ging alles so schnell. Das war viel zu chaotisch für mich. Dementsprechend mein Fazit. Nie wieder. Also wenn dann, dann echt nur zum Filmen. Dann mache ich ungefähr jeden dritten oder vierten oder sogar fünften Raid nur mit und filme ein bisschen, weil das war echt verrückt. Es war lang, es war hektisch, es war eigentlich auch ziemlich gefährlich. Ich meine, es war eine geile Aktion, im Endeffekt hat es Spaß gemacht und dies, das, ihr wisst schon, coole Truppe, aber nochmal würde ich es echt nicht machen, ich habe es echt unterschätzt. Kann ich auch echt keinem weiterempfehlen. Und die Herausforderung ging so aus, wir haben 104 gemacht. Also wir haben 105 geschafft, aber bei einem ist einer rausgeflogen und es zählen halt nur die,
die Raids, die absolviert wurden. Das heißt 104 nur. Und es zählt halt der mit im Auto mit den meisten. Weil ich habe zum Beispiel nicht mal die 100 geknackt. Weil ich zweimal rausgeflogen bin und bei 4-5 Vergehen bin ich nicht mehr rechtzeitig in den Raid gekommen. Da war der Timer schon vorbei. Also zählt halt nur der mit den meisten in dem Auto. Und das war Philipp und Robert, glaube ich, mit 104 von 105. Und die Bonner, die übrigens Reversal eingeladen haben, die haben 106 geschafft. Die hatten, glaube ich, 107 mit einem Fail. Und dann war es am Ende 106 für die. Also knapp. Und das ist übrigens auch der Weltrekord. Nicht, oh, falsch gesagt. Nicht der Weltrekord. Der Weltrekord liegt bei 133. Das ist der europäische Rekord. Und somit auch der deutsche Rekord offensichtlich. 106 geht an die Bonner. Die Stuttgarter waren da auch irgendwie mit im Spiel, aber ich weiß auch nicht genau, was die gemacht haben. Und wir haben halt 104 geschafft. Ein Artikel dazu gibt es auch auf Pokefans Online. Da erzählt er ein bisschen mehr, was Wahoo genau ist, Tap and Go. Und da wurden wir auch erwähnt, kurz, mit unseren 104 Raids. War eine coole Sache, aber wie gesagt, würde ich echt keinem weiterempfehlen. Jetzt habe ich schon echt eine Menge gelabert. Mal schauen, wie viel davon ich schneiden kann, um das Video zu kürzen. Ausbeute, wie gesagt, nicht ganz 100 Raids gemacht. Echt wenige Rayquazas nur gefangen, weil die meisten, da durfte ich nicht mal versuchen, den zu fangen. Da waren wir schon direkt beim nächsten Raid. Und von denen, die ich natürlich fangen durfte, ging natürlich nicht jeder rein. Ausbeute, also meine Rayquaza-Statistik seht ihr dann am Ende der Woche, wenn Rayquaza weggeht, so wie immer. Keinen guten. Es gab 400er auf der Tour. Sehr, sehr viele 98er. Mein Bestes auf der Tour, 96, 15 Angriff. Ich hatte davor schon zwei 98er, also Tour richtig enttäuschend für mich. Dennis hat seinen dritten 100er gefangen, Rayquaza. Und jetzt heute hat er sogar seinen vierten gefangen. Richtig krank. Robert hat einen 100er bekommen und Philipp hat sogar zwei bekommen. Gute Ausbeute. Max hatte schon einen 100er und Takan hatte schon 100er. Also ich war der Einzige aus dem Auto, der keinen 100er hat. Aber ich habe einen 98er, das reicht mir erstmal. Kann mich nicht beschweren. Sonderbonbons habe ich eine Menge. Blende ich hier ein oder habe es wahrscheinlich schon während des Videos eingeblendet. Beutel war am Ende über 2000. Habe erstmal alle Beleber und Tränke wieder weggeschmissen, brauche ich nicht. Bären. Ich glaube beinahe 500, sogar über 500. Habe ich auch wieder vieles verfüttert. EP-technisch 40.000 pro Raid, sagen wir um die 100. Das sind 4 Millionen EP nur durch Raids. Man fängt ja noch den Raid-Boss, dreht ein paar Sachen. Wobei drehen eher nicht so ging. Brüten auch nicht, weil das kostet Zeit, falls die Animation kommt und man direkt in den Raid weiter muss. Also Brüten war nicht erlaubt. Und Beutel war so voll, ich konnte nichts mehr drehen, also da kam kein EP dadurch rein. Fangen ein bisschen nur, aber irgendwann sind die Pokébälle ausgegangen und dadurch, dass ich nicht drehen konnte, sind halt keine neuen reingekommen. Also eigentlich echt nur Raid. Also das war echt leidend. Zum Glück war Doppel-EP, weil ansonsten hätte ich es echt bereut eigentlich. Das war eigentlich echt voller Schmarrn. Durch Doppel-EP hat sich es halbwegs noch irgendwie gelohnt, aber ohne, muss ich ehrlich sagen, wäre es echt tot gewesen. Was gibt es jetzt noch zu sagen? Abschließende Worte. Shoutout, Glückwunsch an Bonn für den europäischen Rekord. Shoutout an Reversal. Und die Jungs reden auch schon wieder darüber, ein bisschen den Rekord zu schlagen von 106. Ich muss sagen, wir waren auch unvorbereitet. Das war echt alles sehr spontan. Wie gesagt, ich habe es echt nicht ernst genommen. Und man kann so einiges verbessern. Wir haben es auch gesehen. Für die Bonner war es, glaube ich, die dritte oder vierte Tour. Die haben das schon ein bisschen mehr optimiert. Aber wie gesagt, beim nächsten Versuch wäre ich auf jeden Fall nicht dabei. Oder zumindest nur teilweise als zum Filmen oder so. Aber das war's von mir. 100 Raids an einem Tag. Checkt den Artikel unten in der Beschreibung ab. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.